Herr Hühnerfeld, ich möchte, dass Sie... Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Mit mir kannst du viel Tolles erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Die Rollschuhe. Rollschuhe! Aua! Die sind toll, nicht wahr? Die hat mir mein Vater geschenkt. Super! Du leihst sie uns doch, oder? Das weiß ich noch nicht. Aber wir wollen sie auch mal ausprobieren. Du Angeber! Leihst du uns deine Rollschuhe oder was? Wen nennst du hier ein Angeber? Dich, du Angeber! Oh. Du hättest doch was sagen können. Ich hätte sie dir doch geborgt. Georg ist nicht blöd. Er weiß, wenn sie sich hauen, dann ist Franz der Stärkere. Seht ihr? Oh Mann, tolle Vorstellung. Anscheinend kommst du damit aber nicht zurecht. Klar, ich muss nur... Warte mal, Franz, wir helfen dir. Bist du soweit? Ja, bin ich. Hey, was macht ihr denn? Nicht so schnell! Wartet, lasst mich los! Gib Gas! Ja! Gib mir sofort die Rollschuhe. Ich muss sie konfiszieren. Das ist doch gemein. Das dürfen Sie nicht. Ich sag's meinem Vater. Was höre ich da? Sieh mir mal tief in die Augen, du kleiner Frechling. Damit du Höflichkeit lernst, schreibst du bis morgen 200 Zeilen. Aber das ist nicht gerecht, Herr Hühnerfeld. Das ist dir doch egal. Die schreibt dir doch sowieso der Chauffeur von deinem Vater, wie immer. Nein, diesmal nicht. Albert hat nämlich Urlaub. Mist. Herr Hühnerfeld, ich möchte, dass Sie... Einen Moment, Herr Direktor. Also, was kann ich für Sie tun, Herr Direktor? Ich komme später wieder. Hier sind deine Rollschuhe, mein Junge. Aber ich warne dich. Ich will sie nie wieder in der Schule sehen, verstanden? Ja, ist gut. Diese Dinger sind ziemlich gefährlich. Georg, leihst du sie uns jetzt mal? Was leihen? Georg hat Rollschuhe. Nein, denn euretwegen muss ich bis morgen 200 Zeilen schreiben. Ist mir doch egal. Ich hab sie schon ausprobiert. Würdest du mir deine Rollschuhe leihen? Hä? Dir? Nun ja. Aber nur unter einer einzigen Bedingung. Dass du für mich die Strafarbeit schreibst. Hä? Soll das ein Witz sein? Steck dir deine Rollschuhe an den Hut. Dann fahr ich lieber Fahrrad. Hey, Georg! Ich schreib das für dich. Ich auch. Moment, ich war zuerst. Aber ich hab zuerst dran gedacht. Streitet euch doch nicht. Ihr schreibt jeder 100 Zeilen und ihr kriegt sie beide. Gut, ich fang sofort an damit. Ja, wir treffen uns dann gleich bei dir. Ich bin fertig.
Was ist? Wo willst du so schnell hin, Nick? Zu Georg. Rollschuh fahren. Sind deine Hausaufgaben fertig? Na klar, ich bin fertig. Zeig mal her. Es ist mir nicht erlaubt zu protestieren, wenn Herr Hühnerfeld verlangt, dass ich gehorche. Hä? Bist du etwa bestraft worden? Nein, ich nicht, aber Georg. Na klar. Und da du ein guter Kumpel bist, da machst du die Strafarbeit für ihn. Willst du mich veralbern oder was? Nein, will ich nicht. Er leiht mir dafür seine Rollschuhe. Jetzt reicht es aber. Du hast Hausarrest, weil du mir so einen Quatsch erzählst und weil du Herrn Hühnerfeld nicht gehorchst. Aber das ist echt ungerecht. Liebling, meine Mutter hat angerufen. Sie möchte die Kisten vom Dachboden haben. Den alten Kram? Nur weg damit. Ja, aber sie braucht die Sachen sofort. Hm? Unmöglich. Immer wenn ich von der Arbeit komme. Ich bin sicher, das macht sie absichtlich. Aber jetzt dreht doch kein Blödsinn. Du kommst hoffentlich mit, oder? Aber dann ist das Auto zu voll und Nick kann auch nicht mitkommen. Na und? Ich bin groß genug, um allein zu bleiben. Ja, und außerdem dauert's nicht lange. Gut, einverstanden. Vergiss nicht, Nick. Du hast Hausarrest, mein Junge. Jetzt mach schon. Ich will auf dem Rückweg noch bei Campani was einkaufen. Ah, da bist du ja! Warum hast du nur einen Rollschuh an? Na, wegen Georg. Weil ich ihm nur die halbe Strafarbeit gemacht habe, hat er mir auch nur einen Rollschuh gegeben. Aber das macht nichts. Ich komm gut damit, klar. Sieh mal! Oh! Das sehe ich, ja. Aber wir sollten trotzdem den anderen Schuh von Georg abholen. Hm? Ich bin Erster! Wenn ich beide hätte, dann hätte ich gewonnen. Glaube ich nicht. Wollen wir wetten? Ja. Hallo Leute, ist meine Strafarbeit fertig? Ja, hier. Gib her, gib mir den anderen Rollschuh. Ich werde ihm zeigen, wer der Schnellste ist. Wer als Erster ankommt, hat gewonnen. 3, 2, 1, los! Häng dich an meinen Gepäckträger, dann holen wir ihn ein. Diesmal bin ich aber nicht der Letzte. Hey, das ist Betrug. Wo fahrt ihr hin? Wartet auf mich. Hey, warum hast du Luise die Rollschuhe gegeben? Weil sie ausprobieren wollte. Das ist nicht fair. Wir haben Georgs Strafarbeit gemacht, damit wir sie kriegen. Na und? Durch sie habe ich gewonnen. Da habe ich nicht Nein sagen können. Du hast gar nicht gewonnen, du alter Trickser. Vorsicht! Danke, Nick. Also, gib mir die Rollschuhe, Luise. Jetzt bin ich damit dran. Ist gut. Aber zuerst musst du mich fangen. Nicht übel, was? Von wegen, du bist langsam wie eine Schnecke. Das stimmt. Mann, ist das langweilig. Ich kann noch schneller, wenn ich will. Wartet mal ab. Hey, wie bremst man denn? Naja, lass dich doch einfach fallen. Nein, halt dich an irgendwas fest. Das war doch prima, oder? Ja, das war super. Mist, meine Eltern. Ja, und? Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Ich muss schnell zurück. Häng dich an meinen Gepäckträger. Dann sind wir schneller. Und ich versuche, sie aufzuhalten. So, wir können fahren. Na, endlich. Ich glaube, sie haben einen Platten. Was? Was redest du denn da? Ich kann nicht sehen. Ich habe keinen Platten. Hä? Ah.
Bremsen, Nick, du bist zu schnell. Aber ich weiß doch nicht, wie man das macht. Vorsicht! Entschuldigung, Herr Hühnerfeld. Auf Wiedersehen, Herr Hühnerfeld. Oh. Guten Tag und auf Wiedersehen, Herr Hühnerfeld. Wiedersehen. Danke für deine Hilfe, Luise. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Schnell, sie kommen. So, das ist ja noch mal gut gegangen. Guten Tag. Ich glaube, Sie haben Platten. Was? Schon wieder? Spielt ihr Streiche? Wovon redest du? Ich sehe nichts. Ich habe keinen Plan. Was hat das zu bedeuten? Nick, komm, hilf mir den Tisch decken. Ich habe keinen Hunger, Mama. Tu, was deine Mutter dir sagt und bring mir bitte meine Zeitung. Willst du sie mal ausprobieren, hä? Lieber nicht, dein Vater könnte sich wehtun. Na, wollen wir wetten, das nicht? Und? Ich hab's immer noch drauf. Zeig mir mal, wie man bremst. Wenn du bremsen willst, ist das ganz einfach. Du musst dich bloß an irgendwas festhalten. Meine Vase! Ehrlich wert am längsten. Wir kommen zu spät. Pass gefälligst auf, ihr kleinen Rabauken. Entschuldigung. Hey, seht mal. Ein Portemonnaie. Das hat jemand verloren. Seht mal, da ist auch Geld drin. Und was machen wir mit dem Geld? Was heißt denn wir? Ich habe es doch gefunden. Hey, wir waren alle drei dabei, mein Lieber. Ja, das ist nicht gerecht. Gut, gut. Wir teilen ja, aber erst später, sonst kommen wir noch zu spät. Oh. So, 3 Euro für jeden. Dafür kann ich mir ein tolles Eis kaufen. Und ich kaufe mir Knallfrösche. Hey, was macht ihr da? Ach, nichts weiter. Gehört das Portemonnaie deiner Mutter? Nein, Dussel, wir haben es gefunden. Wen nennst du hier ein Dussel? Hier, da drin war auch eine Menge Kleingeld. Aber das gehört ganz allein uns. Mein Vater gibt mir immer Scheine. Behaltet also euer Kleingeld. Nein, ihr müsst es zurückgeben. Zurückgeben? Ach, Quatsch. Gar nicht. Wenn ihr das Portemonnaie behaltet, kann der Besitzer sagen, ihr habt es geklaut. Wir haben es nicht geklaut. Wenn man was findet und es nicht zurückgibt, ist man ein Dieb. Das sagt mein Vater. Der ist Polizist. Der weiß das. Hier, Nick, ich will es nicht mehr. Ich auch nicht. Außerdem hast du ja das Portemonnaie gefunden. Zu spät. Ihr seid jetzt seine Komplizen. Es wäre am besten gewesen, wir hätten es liegen lassen. Damit es ein anderer klaut? Oh nein, du musst es abgeben, auf dem Polizeirevier. Ah, du hast recht, Roland. Hier, nimm, gib es deinem Vater. Du spinnst doch wohl, was? Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist denn? Kommt ihr oder was? Glaubst du, dass wir alle drei aufs Polizeirevier gehen müssen? Genau, denn wenn ich zu spät nach Hause komme, dann kriege ich am Abend keinen Nachtisch. Gibt es zu, ihr habt Schiss. Ach, ich hab Schiss? Sag das nochmal, ja? Ja, du hast nämlich voll Schiss, alleine dahin zu gehen. Blödsinn, mir macht das nichts aus. Beweise es! Na gut, euch beide brauche ich jedenfalls nicht, ihr Feiglinge. Musik
wir müssen zum Polizeirevier. Warum? Was ist passiert? Ich habe das hier gefunden und sonst heißt es, ich bin ein Dieb. Sehr schön, Nick. Du bist ehrlich. Zeig mal her. Ist das alles? Naja, ich frage mich, ob es etwas bringt, wegen der Kleinigkeit aufs Revier zu gehen. Du könntest es auch in deine Sparbüchse tun. Ach nein, ich muss es schnell zum Polizeirevier bringen. Na schön, gut, einverstanden. Aber sofort! Ich glaube, mein Vater hat auch ein bisschen Angst, zum Polizeirevier zu gehen. Bravo, mein Junge. Ich beglückwünsche dich zu deiner Ehrlichkeit. Dankeschön. Mein Vater hat gesagt, ich könnte die Geldstücke auch in meine Sparbüchse tun. Was tun Sie, um den Besitzer des Portemonnaies zu finden? Zuerst mal warten wir. Und wenn sich nach einem Jahr und einem Tag niemand gemeldet hat, dann gehört es dir. Aber machen Sie denn keine Untersuchung? Ja, doch, doch, natürlich. Zuerst nehme ich mal Fingerabdrücke. Und dann untersuche ich den Tatort. Das ist toll! Mein Vater findet den Besitzer des Portemonnaies ganz sicher. Das würde mich wundern. Denn neulich, bei dir, da hat er nicht mal rausgekriegt, wer mein Essen geklaut hat. Na logisch. Du hast es selbst aufgegessen, ohne es zu merken, Fresssack. Dafür hast du keinen Beweis. Hä? Da ist ja dein Vater. Tag, Papa. Und bist du mit der Ermittlung fertig? Ermittlung? Ja, das geht seinen Gang. Ein bisschen Geduld, Kinder. Wenn das wie mit meinem Essen ist, dann können wir lange warten. Warum haben Sie gepfiffen? Ich war das nicht. Ach nein, wer sonst? Niemand. Sie können weiterfahren. Nun zu euch. Zeigt mir den Tatort. Wir müssen eine Ermittlung zu Ende führen. Ja! Vorsicht, Otto! Du zertrampelst vielleicht Indizien. Roland hat recht. Wir müssen den Tatort absperren. Entschuldigung, gehen Sie bitte woanders lang. Polizeiliche Ermittlungen. Hey, was macht ihr denn da, Leute? Wir führen eine Ermittlung durch. Im Ernst? Ja, wir helfen meinem Vater. Wir suchen den Besitzer des Portemonnaies. Oh, Mann! Und? Haben Sie etwas gefunden? Vielleicht. Ich vermute, dass die Person, die das Portemonnaie verloren hat, eingekauft hat. Und zwar da drüben. Ja, dann können wir ja die Verkäufer befragen. Was wollen wir sie fragen? Beschreibt ihnen das Portemonnaie, dann bekommt ihr vielleicht Informationen. Ich kümmere mich um Frau Kokett. Und, Kinder? Nichts. Na und du, Otto? Ist köstlich. Nein, ich meine, was ist mit dem Portemonnaie? Mist, hab ich vergessen. Frau Kroket, ich möchte Sie was fragen. Hör mal zu, mein Junge, du musst warten, bis du dran bist. Ich darf vorgehen. Ich führe eine Ermittlung für meinen Vater durch. Der ist Polizist. Guten Tag. Bravo, mein Herr. Tolle Erziehung. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag, Frau Kroket. Wir haben ein Portemonnaie gefunden. Hat das vielleicht einer Ihrer Kunden verloren? Schon möglich. Eine Dame hat mich heute Morgen gefragt, ob sie ihr Portemonnaie vielleicht bei mir vergessen hat. Ja! Ich wusste es. Meine Spürnase trügt mich nämlich niemals, Kinder. Eine alte Dame mit einem Stock, immer sehr elegant. Aber ich weiß ihren Namen nicht. Passt gefälligst auf, ihr kleinen Rabauken! Entschuldigung! Das macht nichts. Sagen Sie ihr das nächste Mal, sie soll aufs Polizeirevier kommen. Hey, ich weiß, wer
wer es ist. Wir sind heute früh an ihr vorbeigerannt, ehe wir das Portemonnaie gefunden haben. Ach ja, ich erinnere mich. Sie wohnt nicht weit weg. Gehen wir hin? Ja, wir gehen hin. Ich hol bloß schnell das Portemonnaie. Ja! Aus dem Weg, Polizei! Mein Herr? Hör auf damit. Du siehst doch, dass niemand da ist. Vielleicht ist sie taub? Das macht nichts. Hier ist eine Nachricht für sie. So weiß sie, dass wir ihr Portemonnaie haben. Wie? Und das war's? Ja. Jetzt müssen wir warten. Also ihr könnt dann spielen gehen, wenn ihr wollt. Aber das hier ist doch unser Spiel. Na, dann macht ohne mich weiter. Ich hab zu tun. Schade, jetzt, wo wir es fast geschafft haben. Das stimmt. Wir können doch jetzt nicht so einfach gehen, Leute. Hey, seht doch mal. Wir könnten die Ermittlung fortsetzen. Ich steig durch das Fenster ein, dann sehen wir, ob sie da ist oder nicht. Gute Idee. Wir helfen dir. Oh, das trifft sich gut, Herr Polizist. Bei mir brechen Sie gerade ein. Wer denn? Nun ja, die kleinen Rabauken dort. Sehen Sie? Hä? Aber nein, bitte, wir sind keine Diebe. Niemand da, Leute. Oh, da sehen Sie es, Herr Polizist. Diese kleinen Rabauken brechen bei mir ein. Sag mal, Roland, was hast du in diesem Haus zu suchen? Bist du vollkommen verrückt geworden? Nein, Papa, ich wollte nur sehen, ob die Dame da ist. Was? Das ist Ihr Sohn? Also, das ist wirklich der Gipfel. Lassen Sie mich Ihnen das erklären, gnädige Frau. Es geht um Ihr Portemonnaie. Mein Portemonnaie? Also, Sie haben es mir gestohlen? Sie stecken alle unter einer Decke. Diebe! 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 Aber nein, Diebe! Gnädige Frau. Ich habe es euch ja gesagt. Mein Vater wird nicht lange brauchen, um den Besitzer zu finden. Au! Letzten Endes haben wir ihm geholfen. Und alles hat auch durch uns ein gutes Ende gefunden.